Und dann hier Route 9. Kennen wir ein Pokémon dran? Okay. Ich überlege gerade, mit welchem Pokémon ich versuchen sollte, das Pokémon zu fangen. Ja, wir haben. Wir können es zum Einschlafen bringen. Oh, Gestein und Käfer! Ist alles effektiv auf Käfer? Ich glaube nein. Nee, normal. Ja, und gegen Gestein hat Snapkin Schwäche. Welches Level ist es denn? 18. Oh, wenn es eine Gestein hat. Warte, Nee. Gestein war nicht effektiv auf Elektro. Okay, wir können es mit Astrid versuchen, tatsächlich. Du musst Blubber haben oder sowas. Ja, Blubber. Wobei, ist Wasser nicht uneffektiv auf Käfer? Es könnte sich ein bisschen ziehen. Also ja, was ich gerade wieder anführen wollte, ist die gleiche Problematik, die wir früher schon hatten. Dass Pixel Pokémon zum Schlafen bringen kann, aber mit dem Duplex-Heap eine Attacke hat, die kritisch sein könnte, um Pokémon zu schwächen, weil es nämlich mal einen Volltreffer hat und dann über die vollen 5 Runden geht. Ich meine, bisher hätten wir immer Glück gehabt damit, aber aktuell sieht es nicht bei mir nach Glück aus. Zugabe ist okay, ich wollte sowieso Blubber einsetzen. So ein dummes Pokémon. Ich glaube, es gibt nicht mal XP, oder? Okay, es ist ein Gesteins. Ich weiß es nur mit dem. Ist das schneller als ich? Ich hätte nicht gedacht, dass Stall ist so viel. Alter, du machst keinen Schaden. Ja, ich meinte da was im Kopf gehabt zu haben, das glaube ich auch nicht effektiv auf Stahl ist. Das überlebt mit einem Fitzelchen. Ach, Astet. Aquaknarre, oh Gott sei Dank. Ja. 25, wie viel schon? Wirklich? Es sind nur 40? Ich meine, es verdoppelt den Schaden immerhin im Vergleich zu Blubber, aber ich hätte Aquaknarre stärker in Erinnerung gehabt. Wir finden uns gerade im Wettlauf um die XP. Ich brauche die XP auf den anderen Pokémon. Snapke braucht die XP, weil es leider nicht die geilsten Werte hat. Und die anderen Pokémon sind halt vom Level insgesamt. Wo haben wir die Supertränke? Ganz oben wahrscheinlich.
Ist das nicht eine Eisattacke? Hagelsturm. Da. Oh Gott, ja, das. Was sowas wie Sandsturm. Mega nervig, einfach nur. Ist klar, taktisch wahrscheinlich irgendwie sinnvoll, aber. Ain't nobody got time for that. Käfer oder. Und Unlicht ist dann. Das Grasabon müsste doch. Stahl sein. Mache ich mit einer Kopfnuss Schaden an dem Ding? Oh Gott, was war denn Ausdauer jetzt wieder? Ich google jetzt die Attacken, ich will nicht schon wieder so ein Fluchding haben. Der Anwender von einer Attacke getroffen, durch deren Schaden er normalerweise besiegt worden würde, dann bleibt ihm noch genau ein KP übrig. Das gilt auch, wenn der Anwender mehrmals in der gleichen Runde von einer. Okay, es verhindert einfach nur, dass es gekillt wird. Ich dachte mal, Ausdauer wäre sowas wie Geduld. Das je nachdem, wie viel Schaden es bekommt, dann angreift und. Ich bin so mega verwirrt. Ach shit, das ist eine Generation. Verwirrt. Also ich kann nur dahin gehen, was ich hier gerade im PokéWiki gelesen habe. Und ich ist effektiv auf Kampf. Kampf ist effektiv auf Unlicht, ich bin zu blöd. Kampf ist effektiv auf Unlicht. Eine schöne Kopfnuss. Das, okay, das war eine Volltreffer. Das sollte ihn finishen, oder? Okay, super. Mushok hat mir gerade Angst gemacht. Gerade weil es jetzt 48 KP sind. Und letztes Mal waren 44 KP nicht genug bei Leise. Läuft hier alles nicht so. Und ich will eigentlich doch nur ein Pokémon fangen. Okay, den können wir nicht skippen. Dass wir auch fucking Phonic verlieren mussten. Hat er nicht Käfer eine Interaktion? Nee. Wieso mache ich das? Pulverschnee ist normal effektiv auf Käfer. Okay, das ist super. Biberak ist Pflanze. Ach nee, Gifttyp. Ich vergesse ja, dass später Bisasam auch noch den Gifttyp bekommen hat. Eingefroren und direkt aufgetaucht. Das war doch nur Schüttelfrost. Komm, finish it, bitte. Bitte, 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 bitte. Ich habe mittlerweile vor jedem zweiten Pokémon Angst. Gerade wenn es Attacken benutzt, wenn sie Attacken benutzen, mit denen ich nicht so vertraut bin. Okay, da sind wir. Ich glaube, ich werde einfach. Ich muss Pixel an die erste Stelle setzen. Wobei Astrid hat Donnerwelle, hat jetzt eine Attacke. Was wird's denn überhaupt? Und was Gutes bitte? Also gut ist jetzt relativ, aber ich bin großer Fan von der Stolunia-Feier.
gehe mal stark davon aus, dass Stalunia eine Aquaknase von Astrid überleben wird. Das wäre so toll, wenn wir dich fangen könnten. Eins, zwei, drei. Yes! Stalunia, Eisenpanzer. Es frisst Eisen, um seinen stählernen Körper zu nähren. Diese Plage kommt aus den... Hä? Diese Plage kommt aus den Bergen und frisst Brücken und Eisenbahngleise. Oh. Ich fand es immer beeindruckend, wie winzig es ist. 40 cm hoch, aber 60 Kilo. Ich glaube, früher waren es sogar... hat es, glaube ich, mehr als 100 Kilo oder so gewogen. Ja, klar. Fällt leider nichts besser ein. Ich wollte dann auch mit Scholli gehen, aber ich weiß nicht. Scholli. Okay, das ist tatsächlich sehr gut. Das heißt aber auch, unser guter Mogi verschwindet wieder aus dem Team. Ja, mal gucken. Achso, den haben wir hier noch nicht drin, logischerweise. Wegen, da haben wir Stolli. Stolli ist doch Gestein und Stahl. Zart, zarte Stalunia. Stahl und Gestein, super. Alter, was ist das für eine Verteidigung? Oh, der Angriff ist auch gut. Initiative natürlich schlecht. Spezialverteidigung könnte auch höher sein. Keine Eintreffer K.O.-Attacken. Okay. Eine Bodenattacke. Schadet Gegner durch Matsch. Die Genauigkeit senkt. Kopfnuss. Metallklaue. Klauenattacke, die eventuell den Angriff des Anwenders erhöht. Das bringt uns alles insgesamt weiter. Stalli, ich bin froh, dass du jetzt dabei bist. Also Astrid bringen wir auf Level 20, dann sollten wir mit ihr kämpfen können, hoffe ich. Ich hoffe es, weil ich bin aktuell noch nicht begeistert davon, wie viel Schaden Astrid macht. Ich meine, das Gute ist, es ist ein Wasser-Pokémon, es kann Surfer lernen. Falls es keine starken Wasserattacken lernen sollte. Bei Surfer können wir genauso gut Dingsball bringen. Chagnadu. Der hat zwar einen hohen Angriff und einen niedrigen Spezialangriff, aber ich glaube, er wird trotzdem mehr Schaden machen als Astrid. Jawohl, bitte. Oh Moment, Astrid weg von der Nummer 1. Snapke. Hier oben haben wir einen Trainerkampf geskippt. Du? Ja, ich war auch gerade im Pokémon Center, deswegen sehen die fit aus. Fleckmann. Wasser oder Psycho? Ah, Level 21. Eis und... Habe ich denn hier Psycho? Da. Oh. Unlicht ist aber effektiv auch Psycho. Sehr gut. Ich habe überlegt, Astrid einzuwechseln, aber... Astrid hat doch noch keine Elektroattacke, wenn ich mich richtig erinnere. Wir haben aber eine Elektroattacke als TM. Okay, Carpado. Vorsichtig, Carpador kann schon tackle.
Ranger Pansy. Oder Pansy? Ich weiß es nicht. Das runter wollten wir, glaube ich, noch nicht. Wobei, gibt es da nicht unten ein Pokéball ganz am Ende? Und dann müssen wir einfach nur zurückfahren und wieder oben durch. Marshall Pfiffchen. Unlicht, 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 Unlicht. Mal gucken, wie viel das Pulverschnee und Schaden macht. Schnüffler? Er kennt Snapke. Okay. Das dürfte dann noch Level 27 für Snapke sein. Okay, doch mal. Oh, doch, das reicht. Noch ein Pfiffchen. Das heißt aber auch, dass ich mir auf jeden Fall wünschen würde, dass Astrid langsam mal in die Gänge kommt. Vielleicht hätte ich den EP-Teiler gleich auf Stalunio umsetzen sollen. Ich habe das Gefühl, Stalunio würde schneller, also bei einem niedrigeren Level, kampffähig werden. Oh, du bist Pflanze. Dann ist eine Eisattacke super. Das könnte nervig werden, aber es trifft. Ausgezeichnet. Und was sagen die XP? 100, super, Astrid, Level 19. Ich hoffe, du kannst mit Level 20 kämpfen. Moment, ich muss doch aufschreiben. Level 9, Stalunio. Nicht Level 9, Route 9, Stalunio. Vier Pokémon, okay. Oh, Eisattacke, okay. Ich hatte kurz Bammel. Könnte sogar ein One-Shot sein. Okay, ich hab den... Attacke des Typs Unlicht. Der Anwender besiegt sich selbst, dabei wird Angriff, Spezialangriff des Gegners jeweils in zwei Stufen gesenkt. Trifft den Gegner auch, wenn er Fliegen eingesetzt hat. Okay, das war's anscheinend, macht keinen Schaden. Snapcat sowieso nicht die besten Werte, von daher nehmen wir. Och, Gestein Psycho. Wir sind 8 Level drüber und fast bei vollen KP. Wir sollten eine Gesteinattacke. Oh Gott. Ja, nein. Wir wollten heute aber auch wirklich auf die Nüsse gehen. Das gebe doch nicht. Ich bin froh, dass ich Snapke ausgewechselt habe. Sehr gut. Und da es ein Psychotrainer ist, bleiben wir auch bei Shocknadu. Rossana. Bye bye. Wirklich ein Awkward Spot. Ich habe zwei Pokémon, die overlevelt sind und zwei Pokémon, die ich hochleveln muss, aber aktuell nur schwer kann. Ich meine, wenigstens haben wir den EP-Teiler. Ansonsten wäre das ja... Da könnte ich jetzt zwei Stunden zwischen den Aufnahmen sitzen und die hochtrainieren. Und dann würden die wahrscheinlich in der nächsten Folge direkt sterben.
einem scheiß Finale oder einem scheiß Fluch. Oder Intensität 10. Okay, Astrid, ich hoffe, dass du uns jetzt nicht enttäuscht. Dann haben wir das. Yep, wechseln. Ich weiß gerade gar nicht, wie die Interaktion von Gestein und Boden ist und ob die da irgendwelche Effekte haben. Wie viel macht Kumo-Milch? 100, das behalten wir uns, 80, das behalten wir für später. Super Trank für Snipke. Ich glaube, hier gab es ein Item. Ja, da ist das Item, den Trainerkampf, an den habe ich mich nicht erinnert. Feuer oder Gesteins. Pokémon, bitte Feuer oder Gesteins. Level 21 aber. Okay, Aquaknarre. Bitte mach mehr Schaden als Blubber das letzte. Was soll das denn? Oh Mann. Vielleicht ist Astrid auch ein Pokémon, das einfach nicht nützlich sein soll. Ich weiß es nicht, ich bin gerade überfordert. Ich werde aber nicht sehr weit kommen, wenn ich nur Shatnadu und Snapke habe. Silberstopp ein Item, das speziell für Lugia ist? Ein Item, das einem Pokémon zum Trollen gegeben werden kann, es verbessert Käferattacken. Noch nie gehört. Okay, hier hoch. Da waren wir. Ich wollte doch nur schauen, ob es hier ein Item gibt. Okay, schauen wir, ob Astrid gegen ein Stolunio, was eine Schwäche gegen die Wasserattacke und 4 Level niedriger ist, bestehen kann. Okay, ich bin beruhigt. Oh! Ich vergesse das jeden Mal, Boden und Elektro, ich vergesse es jedes Mal. Ich will doch nur gucken, ob hier ein Item liegt. Hier sieht es aus, als ob hier ein Item liegen müsste. Oh, ist das dumm? Du machst mich zwar echt nicht glücklich. Erhöht es die Spezialverteidigung oder die normale Verteidigung? Anwender stellt den Körper, um den Verteidigungswert deutlich zu erheben. Okay, es wird im Text angemerkt. Besser als Härtner, aber wenn wir schon das Pokémon mit der höchsten Verteidigung in unserem Team da haben, wieso sollten wir dann eine Runde drauf verwenden, die noch einmal zu... Mann.
einmal zu erhöhen. Oh shit, ich hätte heilen sollen. Oh, bitte kein Volltreffer, bitte! Oh, Gott sei Dank. Genauigkeit sinken. Sind aber auch leider nicht so geil, die wir dadurch bekommen. Aber wir brauchen sie leider bitter. Alter, willst du mich verarschen? Nee, 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 nee. Das gibt's nicht mal ein scheiß Item hier. Aquana. Sieht Aquana wirklich so aus? Das ist. Hä? Ist das ein Anzeigefehler? Tatsächlich, Aquana sieht so aus. Ich dachte, das wäre ein Anzeigefehler. Das macht keinen Schaden. Nee, komm, das war's. Ich dachte, vielleicht gibt es besonders viel XP, aber das hätte ewig gedauert und wer will das? Wer will das schon? Käfer oder Stahl? Sachen, auf die ich nicht gut vorbereitet bin. Okay, Energiefokus war Crit-Chance erhöhen. Davon erinnere ich mich. Okay, das ist okay. Ich meine, wir haben schon das Glücksei und den fucking EP-Teiler und das ist trotzdem ein Krampf. Hätten wir die zwei Sachen nicht, ich weiß nicht, wie ich das hätte hinbekommen sollen. Ich hätte leider, ich meine, es wäre deutlich einfacher gewesen, wenn ich wieder in den Mondberg kommen würde, weil da gibt es Latias, das ziemlich einfach zu besiegen ist und das sehr gute XP gibt. Ich glaube, es waren so 300 XP pro Latias. Aber da komme ich leider nicht mehr hin. Das ist ein bisschen bitter und auch bitter ist, wie ich gerade gesehen habe. Oh. Ich will es nicht beschreien, vielleicht... Scheiße. Vielleicht können die Regis auch keine Explosionen in Feuerrot und Blattgrün. Falls ja, würde ich mich sehr... Ich schaue nochmal nach, weil ich kann es immer noch nicht glauben, dass Undicht speziell ist. Ja, es ist speziell. Hätten wir fucking Phonic, ey. Aber nein, fucking Fluch. Natürlich geht es daneben. Ich versuch's mit Raserei, auch wenn ich das nicht abbrechen kann, aber ich muss es versuchen, das dauert ewig.
Zum Glück macht die Metallklaue selbst auch nicht so viel Schaden an unserem Schattenadu. Okay, ich habe Raserei anders in Erinnerung, als ich dachte. Ach, Gott sei Dank. Achso, ja. Welche scheiß Attacken Flegistil hat. Flegistil. Dritte Generation. Level 1 Metall. Level 1 Explosion. 250 Stärke. Leck mir. Metallklaue Fluch. Oh fuck. Ja, das ist unser letzter Knirscher. Und auch der trifft nicht. Das wird nichts bringen, ey. Doch nicht. Ich bin im Moment jedes Mal froh, wenn ich da einfach nur nicht Explosion lese. Mann. Du kannst deinen Angriff nicht mal steigern eigentlich. Wie kannst du den immer noch steigern? Oh ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, wie sieht es mit meinem Pokémon aus von HP? Müsste Käfer und Gestein sein, es ist leider 3 Level über uns. Willst du mich verarschen? Alter. Achso, du gehst mir gerade so hart auf die Nüsse, das gibt's nicht. Du wirst doch einen beschissenen Kampf durchführen können, oder nicht? Gott sei Dank. Die sind auch sehr gut XP verarstet. Oh Gott, deine Werte sind echt nicht gut. Speziell Verteidigung und Initiative, aber... Das ist echt nicht berauschend. Und hier gehe ich mal von...
Und anscheinend auch nichts. Hatte ich auf Route 10 schon was? Nein, Route 10 hatten wir noch nichts. Achso, ach, hier kommt man zum Elektro, zum Kraftwerk da unten über das Wasser. Schon wieder ein Wasser-Pokémon? Ich kann es mir eigentlich nicht erlauben, dich nicht zu fangen, aber ich... Ach komm, Junge! Okay, Flügelschlag, das ist... immerhin eine Step-Attacke. Damit hätten wir auch was gegen Pflanze und gegen... Käfer. Und gegen Kampf auch noch, aber dagegen haben wir schon Unlicht. Endlich ist es drin. Pelipper, Wasservogel. Es fungiert als fliegender Transporter. Der kleine Pokémon in seinem Schnabel trägt, um seine Flügel zu schonen, balanciert es über die Wellen. Ich weiß nicht, wie es geschrieben wird, aber in Anlehnung an Modern Family, den, den Freund von einem schwulen Pärchen, Pepper. Das läuft alles hier scheiße. Astrid, was? Wieso bin ich jetzt in das Gras gegangen? Ich will nicht. Ich habe das Gefühl, du bist eine Zeitverschwendung, um ehrlich zu sein. Und jetzt kommt hier auch noch der Mondberg. Nicht der Mondberg, der Felstunnel. Ich glaube, wofür das sinnvoll sein wird, Astrid, das Blitz zu lernen, obwohl ich das eigentlich nie mache, aber ich habe nicht das Gefühl, dass du mir hilfst. Ich habe schon nach dir gesucht. Ich bin der allzeit präsente Assistent von Professor Eich, falls du bereits 20 Pokémon. Ein Ewigstein, ja gut, den brauchen wir nicht. Oh, ich habe erst 4 gefangen, wie kann das nur sein? Ich weiß es echt nicht. Ich hätte einfach Phonic und Leiser nicht verlieren dürfen. Ich hätte fucking... ja, gegen die Explosion konnte ich nichts... nicht Explosion, gegen Finale konnte ich nichts machen. Aber bei Phonic hätte ich einfach googeln sollen, was der Scheißflug macht. Bitte verwirr es. Bitte frag dich selbst dann. Oh ja. Da hat es keine Wirkung, weil sind Boden-Pokémon allgemein immun gegen alle Elektroattacken? Ich dachte nur gegen den Schaden von Elektroattacken. Es ist nicht mehr verwirrt. Was macht die Grimasse? Ich muss nochmal verwirren. Ja, damit kann ich leben. Bitte spam einfach nur die Grimasse.
Ja, sehr gut. Ich bin so ein Dummi. Ich bin so ein Dummi. Eis ist effektiv gegen Boden. Eis ist effektiv gegen Boden, ich Dummerle. Ich Dummerle. Oh fuck, ist das nicht Gestein? Ja, alles steigt, alles steigt. Ach shit, und hier unten gibt's keinen Supermarkt, hier gibt's nur ein Poké-Center. Ich muss Snapke heilen und hoffen, dass er nichts für Wasser einsetzt. Ich bin langsamer als er wegen der Grimasse. Ein Schlitzer könnte auch. Schackner, du musst doch schneller sein als Grau dann auch. Trotz. Fuck. Es ist Grimasse, okay. Gott sei Dank, ey. Meine Güte. Und der Controller ist ausgefallen. Ja, wenn es läuft, dann läuft es aber richtig. Aber ja. Okay. Die Taste war's. Bitte one-shot es einfach nur, ich bin so durch. Danke. Ja, ich werde hier speichern, meine Pokémon heilen, zum Pokémon nach Azurio City mir Items kaufen und ich muss mir überlegen, was ich mit meinem Team mache, weil der Astrid ist eine Enttäuschung. Und ich habe Fennec und Liza verloren, es läuft alles beschissen. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.